Hallo meine Freunde und wie versprochen. Oh, ich muss noch ganz kurz. So, jetzt bin ich aber hier. Ja, nimm mal irgendwas zum Aufstehen. Dadurch, dass ja die Xbox nicht direkt neben meinem PC steht, muss ich da immer ein bisschen hin und her laufen. Aber das soll uns jetzt nicht die Stimmung versauen. Nämlich in der dritten Runde der Xbox One Titel. Die ersten zwei Videos zu den Spielen sind ja schon vorüber. Das waren die Xbox-exklusiven Titel. Dead Rising 3 und Rise, Son of Rome. Und jetzt kommen wir hier zu einem plattformübergreifenden Titel, nämlich Battlefield 4. Ich gehe jetzt mal hier rein. Was ist der Unterschied zwischen der Next-Gen-Version von Battlefield 4 und der Current-Gen? Es ist eigentlich ziemlich leicht zusammengefasst, nämlich erstens 64 Spieler auf den Next-Generation-Konsolen, das heißt also auf der Xbox One und PlayStation 4, treten ab jetzt 64 Spieler gegeneinander an, wie es beim PC schon immer war. Und die Grafik ist natürlich besser als in den Current-Gen-Versionen. Und dadurch, dass mehr Spieler jetzt auf der Next-Gen, auf den Next-Gen-Konsolen sind, sind natürlich auch die Karten etwas größer. Auf der Xbox 360 und auf der PlayStation 3 wurden die Karten natürlich den Spielern angepasst, deswegen sind die auch ein bisschen kleiner. Aber wir fangen jetzt mal an mit Eroberung. Das ist eigentlich mein Lieblingsmodus im Battlefield. Weil Team Deathmatch, naja, ist immer so eine Sache, macht zwar auch mal zwischendrin Spaß, aber Battlefield ist ein Battlefield, weil man mit Fahrzeugen durch die Gegend fahren kann, fliegen, fahren, schwimmen, jetzt auch mit Booten natürlich. Und kaum zu glauben, Kinect habe ich jetzt mal angeschlossen, ich habe sie jetzt einfach mal vor den Fernseher hingestellt und wir können jetzt mal erstmals live bei mir auf dem Channel sehen, dass Battlefield 4 auch ein paar Kinect-Features hat. Das zeige ich euch dann gleich, wenn wir ins Spiel eintreten. So, natürlich könnt ihr wieder unter die Kommentare oder in die Kommentare besser schreiben. Wollt ihr mehr vom Battlefield-Gameplay sehen, also mehr Multiplayer, dann mache ich das gerne. Gerne auch andere, einen anderen Spielmodus. Und ja. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein. Ich bin noch nicht weit. Ich glaube, ich bin jetzt Level 6, 10, glaube ich. Und ja, schauen wir einfach mal hier als Sturmsoldat zu meinem Squad. Haben wir einen Auftrag? Das ist nämlich das Problem bei Battlefield. Und das ist egal, ob das auf dem PC, oder auf der Konsole ist. Nämlich irgendwo hier ist einer gestorben. Naja. Jedenfalls geben die Squad Squad Commander oder der Squad Leader keine Befehle. Da kann man jetzt einen Befehl anfordern. Ich versuche das jetzt mal mit Kinect. Befehl anfordern. Nee, nicht Scan anfordern. Befehl anfordern. Ja, wie gesagt, zu 80 oder wenn man nett ist. Oh, zu 500. Der Commander war das. So eine miese Drecksache. Okay, wie gesagt, man kann jetzt die Befehle oder die Teamaktionen eben mit Kinect, mit Sprachbefehl machen. Das funktioniert, ich sag's jetzt mal freundlich ausgedrückt, zu 85%. Ihr seht schon, wenn ich jetzt sage, ich brauche einen Sunny. Funktioniert es nicht. Sunny hat jetzt schon ein paar Mal funktioniert, dass man einfach nicht mehr... Sanitäter! Funktioniert jetzt auch nicht. Ja, gut. Das ist der Vorführeffekt. Sanitäter! Ah, jetzt funktioniert es wieder. Brauche ich jetzt zwar noch keinen, aber... Ach, ich bin ja verdammt... Ich bin ja ein verdammter Sunny. Ich bin Sunny. Feindlicher Scharfschütze. Es bringt jetzt nichts, aber... Wie gesagt, es ist oft ein Problem, dass die Squad-Leader hier keine Befehle geben. Ich fordere jetzt mal hier einen Befehl an. Und springe jetzt einfach mal hier runter. Und lande hoffentlich irgendwo hier, wo mich niemand so leicht erwischt. Okay. Nee, nicht auf mich schießen.
Jetzt komm. So ein Scheißteil. Ja, wie gesagt, Battlefield ist bei mir immer so gefährlich. Es gibt Tage, da bin ich gut und manchmal bin ich grottenschlecht. Mal sehen. Ich glaube, ich nehme hier jetzt mal den Pioneer und steige aber hier. Kann man hier einsteigen? Nee, die sind alle tot. Ich steige hier mal bei denen ein. Und da fährt auch schon einer. Und wenn ich ihn noch erwische, vielleicht erwische ich ihn noch, ja. Aber, nee, tue ich nicht. Why? But the why? Wo habe ich jetzt dagegen geschossen? Ach, die Scheißtür. Du kannst mich mal. Leck mich am Sack. Feindliche Rakete im Anflug. Ich wiederhole. Rakete im Anflug. Irgendwo kommt der doch jetzt, oder? Oder auch nicht. Oh! Hat den jetzt jemand hier runtergesprengt? Aber irgendwo ist hier einer. Oh, unten oder oben? Da ist einer. Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn. Wir haben Einsatzziel Charlie erobert. Der Squad Leader könnte wirklich mal einen Befehl geben, aber das interessiert die meisten dann nicht. Da ist gerade einer respawned. Bei der Flagge. Ihr seht es auch unten beim Flaggenstatus. Jetzt sind wir mehr. Jetzt geht der Flaggenstatus auch nach unten. Und da ist auch schon einer. Ah, wie kann man nur so oft daneben schießen? Oh, 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 oh. Oh, ja. Verdammter Kanadier! Ach ja. Ja, da fliegt er. Das ist nämlich auch neu im Battlefield 4, dass man jetzt seinen Gegner, der einen erschossen hat, so rot markiert sieht. Das finde ich auch ziemlich cool. Das erinnert so ein bisschen an die Abschusskamera von Call of Duty. Aber so sieht man wenigstens, von wo der geschossen hat. Das hat man ja im letzten Teil nicht gesehen. Und hier unten müssen schon wieder irgendwo Gegner sein. Habe ich jetzt gar keinen? Doch, einen habe ich erwischt. Das Problem bei mir ist dann immer, wenn mehr als ein Typ vor meiner Flinte steht, dann kann ich mich nie entscheiden, welchen ich erschießen soll. Und er schießt dann meistens gar keinen. Der lebt noch, halt durch! Nein! Damn it! Ja, ist jetzt blöd, warum hängen die alle hier rum? Wir müssten doch eigentlich... Oh, schade. Das Gebäude ist schon zusammengebrochen. Ja, das war's. Hey, kann ich mitfahren? Das Coole ist auch, es gibt da noch eine andere Panzerfaust, die schaltet dann automatisch so ein bisschen auf die Fahrzeuge auf, wenn die Rakete in der Nähe ist. Doch die hat überhaupt keinen Damage. Also ich habe da letztens mal auf dem Schlauchboot geschossen und man hat glaube ich bei dem Ding 4-5 Schuss und ich habe da alles reingebolzt und das Ding ist nicht in die Luft geflogen. Kann jetzt sein, dass es ein Bug war. Wow. Kann sein, dass es ein Bug war, weil... Und hier sieht man auch wieder was Neues. Man kann hier mit einem Aufzug fahren. Aufzug fahren. Aufzug fahren. Was war das jetzt? Ah, okay, wir haben jetzt einen Auftrag bekommen. Rakete abgefeuert. Aufschlag erfolgt bald. Wir müssen darüber, das angreifen, hat er gesagt. Und dann... Ich würde jetzt gern darüber fliegen, aber das schaffe ich nicht. Oh, zu spät. Ja, im Battlefield ist das immer so eine Sache, denn da weiß man nie, wie lange so eine Runde dauert. Letztens habe ich wieder mal so 1,5 Stunden gespielt, das war nur eine Runde. Und ja, ich habe auch den Commander schon mal versucht und muss sagen, viel... Ja, na toll. Man kann jetzt auch untertauchen, aber ob das das bringt, weiß ich nicht. Ja, nee, bringt sich nichts. Wo war ich jetzt gerade? Genau, ich habe den Commander gespielt und viele haben ja dann gesagt, das sei langweilig oder sie haben befürchtet, dass es langweilig wird. Es ist teils, weil gerade
wenn man richtig mal ein paar Stunden... Nein, verdammt nochmal! Das ist jetzt auch eine Erneuerung von Battlefield, wenn man jetzt hier den Defi länger aneinander reibt, desto mehr Lebenspunkte bekommt der Wiederbelebte zurück. Leider ist man da versucht drin, so viele Lebenspunkte wie möglich rauszuholen und in der Zwischenzeit kackt einen natürlich der Patient ab. Und ihr seht auch, ich habe hier noch keine große, Medipack, kein großes Medipack freigeschaltet. Ja, ja, jetzt hat Kinect wieder irgendwas gehört. Wir sollten irgendwie darüber kommen, aber ohne Fahrzeug sehe ich Frau Schwarzte. Benötige Abholung. Wie sagt es? Brauche Abholung. Ja, das funktioniert doch schon relativ gut. Oh. Achso, ich bin jetzt wieder Sunny. Nein! Puh. Tagops Netzwerk ist hochgefahren. Systeme sind wieder online. Das ist unser. Von fucking wo? Ah, da oben war jetzt einer. Shit. Das ist wieder ein Panzerwagen, der bringt mir nicht viel. Ah, von wo? Du mieser Sack. Komm her, du. Ah, jetzt wird's kritisch. Ich hau hier ab. Nein! Was zum Teufel? Hilfe! Hilfe! Ja! Ja, das ist auch nicht besser! Das ist auch nicht besser! Ja, es werden... Ach, natürlich. Es werden immer Spielclips auch automatisch aufgezeichnet, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Ich weiß gar nicht, ob das auch mit Sprachsteuerung funktioniert. Und übrigens, es war wirklich so. Ich musste meine Region auf Deutschland umstellen, damit die Sprachsteuerung funktioniert. Ich gehe jetzt mal auf die hier zurück. Ich musste wirklich die Region umstellen. Ansonsten in Österreich funktioniert, wenn man die Region auf Österreich gestellt hat, funktioniert die Sprachsteuerung ja nicht. Ich könnte jetzt mal versuchen, Clip aufzeichnen. Wir haben Einsatz Ziel Alpha verloren. Was natürlich das Markenzeichen ist, wäre jetzt zum Beispiel Xbox andocken. Wenn es denn geht. Ja, wie gesagt, 85%. Xbox! Andocken! Jetzt seht ihr hier. Xbox! Abdocken! Ist jetzt natürlich nicht so, dass man da einfach weiterspielen kann. Ihr habt gesehen, da bleibt man einfach stehen. Ist jetzt nicht so günstig. Vielleicht in dem Spiel. In anderen vielleicht, ja, aber hier, nee. Ich versuche jetzt einfach mal hier rüber zu schwimmen. Ist. Wenn uns sowieso deine gibt uns zwar. Ja, toll. Habe ich schon wieder verkackt. Er gibt uns zwar. Jetzt. Er gibt uns zwar Anweisungen, aber es bringt nicht viel, wenn sich kein Schwanz drum kümmert. Oh shit. Oh yeah. Irgendwo ist sie hier doch, Alter. Ich häng jetzt hier! Nicht ernsthaft! Ah. Oh Mann. Jetzt hätten wir wenigstens mal eins eingenommen. Ich schwimme jetzt. Ich versuche jetzt einfach nochmal hier rüber zu schwimmen. Und wenn man jetzt auf B drückt, habt ihr schon gesehen, kann man jetzt untertauchen. So wird man von den Gegnern nicht gesehen, allerdings funktioniert das natürlich auch nicht ewig. Und man kann schnell schwimmen, ist auch neu. Ah, du mieser Sack. Ja, das ist Kacke. Oh.
Das habe ich nicht kommen sehen. God damn it. Oh Mann, leck mich am Sack. Ja, es wäre einfacher, wenn du dich auch mal darüber gesellen würdest, Kollege. Squad. Ach ja, das war's auch schon wieder. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das war, aber es war ein Match. Und ich mache jetzt mal noch ein Conquest-Match und wir sehen uns dann im zweiten Teil wieder. Und ihr könnt, ach, Rang 13? Ja, Rang 13 bin ich jetzt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ihr wollt. Wenn ihr gerne mehr wollt, wie immer in die Kommentare damit. Und vielen Dank fürs Ansehen. Für einen Ersteindruck dürfte das gereicht haben. Ich bedanke mich. Tschüss, Leute!